Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg nach Strawberry, um hoffentlich unsere Belohnung abzuholen. Andererseits bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, ob wir den Typen überhaupt erwischt haben. Und da war auf einmal ganz schön viel los. Vielleicht sollten wir demnächst irgendwie geschickter vorgehen. Ja, aber wie? Mit Pfeil und Bogen nacheinander ausschalten, die Typen. Das nächste Mal? Jo, es hat gar nicht geruckelt, also ich finde, das ging eigentlich. Oder wir sollten ihn als Ersten ausschalten und dann abhauen. Aber wir müssen doch seine Leiche irgendwie mitnehmen, oder nicht? Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ja, doch, wir haben ihn erwischt. Das ist weg. Aber wo bekommen wir unser Geld jetzt? Wofür? Oder wie viel haben wir bekommen? Ma'am, welcome back. Nein. Wir bekommen hier nichts scheinbar. Ja, wir haben $10 oder was dafür bekommen. Für das? Echt? Hinterherreiten? So viel abballern? So ein Theater? Ah, na gut. Wofür bekommen wir sonst $10? Naja, für einen guten Weißwedelhirsch kriegen wir auch $10. Das ist wesentlich einfacher. Alleine wie viele Pfeile, ja genau, wie viele Pfeile jetzt schon wieder draufgegangen sind dafür. Naja, aber die kosten ja nicht viel, 20 Cent. Welcome back. Well then, have a look. It's an old book. Careful with the pages. Vielleicht solltest du zum Buchbinder gehen mit dem Buch hier. Das ist ja schon total zerfleddert. Good. Ach, geht eigentlich. Ja, es sind schon viele Pfeile da geblieben, aber ich finde, wir haben auch ganz gut getroffen, ab und zu. Naja, bei 40 Pfeilen und 8 Gegnern sollte man auch wenigstens einen Gegner mal zufällig treffen.
Los, $10 nochmal. Der eine ist weg. Oder es sind die Legendären hier vielleicht. Und jetzt holen wir uns hier den Brudermörder, oder? Gesucht wegen des grausamen Mordes an seinem Bruder aufgrund eines Erbstreits. Ja, das geht ja natürlich nicht. Tot oder lebendig? Okay. Haben wir? Da haben wir. Alvin Reed. Beobachte unbemerkt die Gegend und warte auf die Zielperson. Liefere sie lebendig ab, um die volle Belohnung zu erhalten. Tot ist sie weniger wert. Ach so, wir sollen hier rum. Ah, das ist, glaube ich, das. Und beobachte die Gegend, ja, das ist, glaube ich, das. Was wir da schon gemacht haben. Wir werden aber, da die sowieso alle auf uns aufmerksam werden, sobald wir irgendetwas machen, werden wir versuchen, die Zielperson zuerst zu erschießen. Ach so, was ist mit unserem Pferd? Na, ich lauf lieber. Nun, und dann treten wir wieder in eine Schlange und dann begib dich zur Downs Ranch. Wo ist die denn? Die Downs Ranch. Ach was. Wie jetzt, ehrlich? So weit? Könnt ihr nicht irgendwelche suchen, die in der Nähe sind? Ja, die flüchten eben. Aber hier gibt's doch einen viel kürzeren Weg. Warum sollen wir denn da außen rum? Das ist wahrscheinlich der Weg, der immer für die Wagen angezeigt wird. Wir müssen den ja nicht nehmen. Hier durch, da zack, zack, sind wir da. Ha. Ja, aber zack, zack, vielleicht gibt's hier auch irgendwelche Klippen. Oh, dann springen wir einmal runter, das ist doch nicht so schlimm. Wir sind doch federleicht. Da, Klippe. Oh, hoppla. Klippe, habe ich schon gesagt. Schon gefunden. Oh. Hier geht's doch runter. Nein! Sind wir immer noch vergiftet? Sieht nicht danach aus, oder? Doch, wir sind immer noch vergiftet. Das war eine fiese Schlange. So, dann essen wir doch erstmal eine Kleinigkeit. Falscher Knopf. Oh, Moment, Arzneien haben wir doch so viele eigentlich. Nur so viele sind das auch nicht. Dafür, dass wir jedes Mal am Feuer Arzneien hergestellt haben. Stellt deine Gesundheit komplett wieder her und verstärkt sie ein wenig. Ah, hier. Oh, trotzdem sind das nicht so viele. Starkes Schlangenöl. Stellt dein Deadeye komplett wieder her und verstärkt es etwas. Ach so. Aha. Das war aber nicht das Erhoffte jetzt. Wir müssen den Gesundheitskern herstellen wieder. So. Ah. Ja.
Oh, da sieht man richtig, wie das Blut abwäscht. Cool, wieso hat denn das vorher nie geklappt? Hey, und oben sind wir noch trocken geblieben sogar. An den Schultern. Voll gut. Oh nein! Nein! Ach gut, geschafft. Ach, da sind wir, glaube ich, schon. Finde ein Versteck, bevor die Zielperson ankommt. Ein Versteck finden. Wie gut muss das sein? Jetzt 10 Minuten warten? Oder können wir die anderen alle abmurksen heimlich? Oh, bis jetzt hat das mit dem Schleichen... Oh, warte auf die Zielperson, ja. Mit dem Schleichen hat das bis jetzt nie so richtig geklappt. Die werden gleich alle kommen und uns angreifen. Und wir können... In welche Richtung fliehen? Wir müssen ja fliehen. Was ist denn mit unserem Seil? Ist das kaputt? Das sieht so ausgegraut aus hier. So, wir nehmen das mal. Und das Jagdbeil. Was ist denn günstiger? Uraltes Tomahawk oder das Jagdbeil? Falls wir es nicht wiederkriegen sollten. Ach so. Jetzt, wenn man so macht, dann sieht man links auf der Minimap, in welche Richtung die Leute gucken, dann... Könnten wir die vielleicht doch ausschalten? Der guckt hier jetzt nicht hier rüber. Das ist aber so ein Schleichding, ist das nicht? Das haben wir schon mal versucht. Irgendwie macht der Bogen so viel Lärm, dass... ...dass die anderen sofort alarmiert sind. Woher wissen die, dass wir jetzt hier sind? You're dead.
Sieht cool aus mit dem Tomahawk hier. Ich denke, wir verstecken die besser. Indianer. Vielleicht denkt er, das waren Indianer. Wir sind ja auch fast ein Indianer, unsere Lucretia. Ist ja fast der perfekte Indianer. Lautlos, fast. Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Darunter liegt noch einer, oder? 6. 6, um einen Mann zu erwischen. Ja, aber wenn es nicht ruckelt, dann geht's ja. Schmeiß ihn darüber erstmal. War hier nicht noch irgendwo einer? Erledigen oder fangen? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, wenn wir die fangen, der wehrt sich doch. Naja, aber er ist jetzt ganz alleine. Da kann er sich ruhig wehren. Ja, aber wir sind doch eine zierliche Frau. Wir haben doch noch nie sowas gemacht. Vielleicht sollten wir auf Nummer sicher gehen und ihn erschießen. Ah, eine zierliche Lucretia. Warum so zierlich eigentlich?
Naja, Lucrezia eben. Sportlich. Ja. Athletisch. Ja. Ich glaube, wir erschießen die Zielperson. Vielleicht bringt er, der bringt bestimmt noch andere mit, oder? Ah, der kommt von vorne. Meine ich gerade gesehen zu haben. Das ist doch ganz gut hier. Haben wir wieder gewonnen ohne... Wo ist denn der jetzt? Ich denke, wir sollen ihn gefangen nehmen. War nichts. Das ist eine Schaufel, die nehmen wir mit. Dann brauchen wir die teure nicht von Madame Saran kaufen. Und jetzt wieder zurück nach Strawberry. Den legendären auch noch. Oh, wir können auch hier hin, oder? Und uns hier das Kopfgeld abholen. Ist doch egal eigentlich. Das ist näher. Wo können wir hier... Ach, hier können wir doch in der Tasche gucken. Aber wir haben ja gar nichts dafür bekommen. Na dann. Ach, mit der Jagd sind wir doch eher auf der sicheren Seite. Runterrutschen. Nur springen. Und springen ist nicht so gut gerade. Dann nehmen wir einfach den Weg hier. Thank you.
Ja, wir hätten hinterherrennen müssen. Der kam gar nicht dahin zum Versteck. Hätten wir warten müssen, bis er da angekommen wäre. Wir hätten am Versteck gucken sollen und das in Ruhe lassen sollen, weil er nicht da war. Und dann hätten wir ihn jagen sollen. Dann wären die vom Versteck uns in den Rücken gefallen wahrscheinlich. Martha Turner, die kennen wir doch. Hatten wir das nicht schon mal? Und Rachel Grant? Red Band Clemson. Ich wollte eigentlich lesen. Habe ich den falschen Knopf gedrückt? Oh nein. Tot oder lebendig? Na gut. Wie weit? Die macht sich aus dem Staub, oder? Züge sind so langsam, keine Panik. Wir haben ja kein Rennpferd. Wie weit ist sie noch? Ein kleines Stück ist es noch, ja. Hey, Moment. Wenn wir einfach entgegenkommen... Hier so auflauern. Da können wir keinen Wegpunkt setzen. Egal. Wir merken uns den Weg. Oh, Moment, Moment. Ist das der richtige Weg hier? Lecker Keks. Dann versteck dich mal, lieber Pferd.
Oh, wir haben das Pferd etwas früh weggeschickt, hä? Ja, ein bisschen. Aha, wir müssen noch etwas warten, bevor wir das Pferd wieder rufen können, weil wir es weggeschickt haben. Ich wollte nur gucken auf die Map, weil die dann größer ist, wenn man da reinguckt. Ins Inventar. Jetzt wissen wir gar nicht, was sie getan hat. Wie weit ist sie noch weg? Sie konnte ja auch hier lang reiten. Aha, sie kommt direkt auf uns zu. Das ist gut. Ist das ein gutes Versteck hier? Hier gibt es gar keine dicken Bäume und so. Oh nein, was ist denn jetzt? Die Zeit läuft. Die ist ganz vorne auf dem Wagen, oder? Wow. So ein Gewehr haben die da drauf. Okay. Die haben uns nicht entdeckt, glaube ich. Nein, dieser hier war besser.
Die verblutet doch. Wie können die uns denn sehen? Ach, wo haben wir denn das Scheißgewehr jetzt auf einmal wieder her? Ach, das ist doch scheiße, sowas. Wieso? Ich hab das Gewehr doch auf dem Pferd. Wieso haben wir auf einmal dieses blöde Gewehr in der Hand? Schmeiß das weg, oder was? Ich will das nicht. Ach Mann. Wie bitte, so weit sollen wir die bringen? Ach, das ist doch, was soll denn das für ein Blödsinn sein? Echt? Ist das ernst gemeint? Das ist doch nicht ernst gemeint jetzt. You suffer! Oh.
Nee, also wenn man das mit der Zeit weglassen würde, dann wäre das vielleicht eine andere Geschichte, aber das ist so... Oder vielleicht ein paar Tage oder eine Woche Zeit oder so, okay, aber... Oder dass die abhaut, irgendwie alles, aber das mit der Zeit, das ist ja absolut gar nichts. Wie sollen wir denn jetzt bis nach Strawberry? Das ist ja am anderen Ende der Karte, das ist doch gar nicht möglich, sowas. Warum sind wir jetzt so schnell da? War doch nicht am anderen Ende der Karte. Na komm, reite! Los, was machst denn du? Bleibst du stehen hier? Steige auf das Pferd, steige ab das Pferd. Meine Güte! Ich bin noch hier. Das funktioniert nicht. Ich sage anbinden. Geht nicht. Jetzt ist das Pferd im Weg. Hau doch ab. Geh doch da weg. Meine Güte, ist das ein Scheiß hier. Die Zeit ist abgelaufen. Tschüss.